muss das aufkriegen. Ob ich das gebrauchen kann? Ganz bestimmt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Lego City Undercover. So, ich durfte gerade nochmal schön vom Polizeirevier hier hinfahren. Bin dann mal mit dem Auto gefahren, damit ich ein bisschen Übung da kriege. Man muss sagen, so scheiße ist es gar nicht gelaufen. Erst als ich hier angekommen bin, ist mein Auto kaputt gegangen. Okay, da haben wir die noch nicht. Und schon 10.000 noch. Machen wir jetzt halt hier die Steine kaputt. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen das Autofahren gelernt. Ich habe mich aber ein bisschen informiert. Und es ist anscheinend wirklich so, dass viele am PC Probleme haben mit dem Autofahren. Weil das Spiel anscheinend einfach sofort von der Wii U hier raus exportiert wurde. Also Lego City Undercover war ja erstmal nur ein Spiel für die Switch. Ja, für die war das auch ein Spiel, aber eher für die Wii U. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass da einige Probleme entstehen können. Wer stellt denn Hutständer draußen auf? Ja, das freut mich auch. So, gib mir mal Dynamit, dann machen wir ganz, ganz groß Kaboom. Wie, die Fähigkeit ist gesperrt. Lol, das hat mich doch getroffen. Oh, warte mal, was ich ganz vergessen habe. Und weißt du was? Wir machen mal hier Klingelton. Rülpser an. Mal schauen, vielleicht ist das ja ganz lustig. So, dann. Oh, ja, ich weiß, dafür bist du zu blöd. Das ist was für dich hier. So. Dann. Hallo. Dich brauchen wir nicht. Was ist damit? Das brauchen wir auch nicht. Oh, jawoll. Wollen wir die Leiste richtig füllen? Ja, Sigi, Junge, ist schon fast fertig. Also, irgendwas sagen wir, willkommen heute Lego City Held. Konzentration. Ruhe bewahren. Ich gebe dir gleich Ruhe bewahren. Ja, wir können nicht den Super Ruhe bewahren. So, noch einen Hutständer aufbauen. Noch ein Hutständer, aber niemand trägt einen Hut. Oh oh. Die Teile finde ich ja. Relativ lustig. Aber einfach. Easy, Partner. Dankeschön. Das kommt dann hier rein. Und der nächste 10.000 mal. Danke. Jawoll. Ist ja gut, ich bewahre. Oh ja, Schildkrötenkampfsport ist etwas einfacher als der normale Kampfsport. Bitte was? Ja, Schildkrötenkampfsport, das ist ganz leicht zu erklären. Also ich als alter Karatemeister oder Kung Fu oder was auch immer hier gerade trainiert wird, also so gut bin ich, merke das schon. Also ganz einfach erklärt. Oh, für den Superbau brauche ich viele Steine. Ja, das ist bekannt. Ihr kennt ja alle diese Omis und Oppis, die dann mal gerne auf der Straße ein bisschen langsamer fahren. Das sind die sogenannten Schildkröten. Und dann gibt es ja noch hier die Raser. Da muss ich jetzt aufpassen, was ich jetzt sage. Also die... Ja, ihr kennt doch hier die Typen, die alle meinen, ja, schneller fahren.
Halt, ich will noch nicht runter. Ich will mal durch hin und schauen, was hier noch ist. Ja, und wenn das einem dann zu langsam ist. Oh, schau mal, wenn es Lego City hält. Dann ist das ganz einfach. Dann drängeln die sich so sehr, dann machen die so ein bisschen Beach-Catchen mit dem Auto auf der Straße. Also, manchmal frag ich mich, was in meinem Hirn schiefgelaufen ist. Das muss ja wohl so einiges gewesen sein. So, was gibt es Neues? Ruhe bewahren. Wir sollen die Ruhe bewahren. Haben wir heute noch gar nicht gehört. Gut, dann bewahren wir hier die Ruhe und machen wir das klein. Okay. Ah, hier haben wir die. Nicht so also die schnell. Das brennt. Ach, das ist ein Luftballon. Judoka! Sobald ich hier raus bin, gehe ich mich bei den Herstellern dieser Fackeln beschweren. Die halten gerade mal 10 Sekunden. Besser in the nothing, ne? Naja, was ich gerade sagen wollte, die E3 war jetzt vor ein paar Tagen. Oder ich glaube, es läuft immer noch, aber die Pressekonferenzen sind vorbei. Ich muss sagen, es wird schon wieder geile Scheiße angekündigt, aber auch so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ah, ja gut. Ob man das jetzt wirklich braucht. Und ja, dabei ist in meinen Augen auch Minecraft in 4K. Das ist nicht ehrlich. Das ist nicht so ein Spiel, wo ich sowas dringend brauche. Da haben wir schon die nächste Rakete. Puh, das war knapp. Die Fackel reichte gerade mal lang genug, um hierher zu gelangen. Was ich aber so schön fand, Nintendo, Metroid, die Spiele-Serie Metroid lebt wieder. Oh, noch Notständer. Wurden dann alle Hüte gestohlen? Moment, das sind hölzerne Kung-Fu-Dummies für das Training. Hutständer. Mann, bin ich blöd. Ja, ja. Bang. Und gib uns den dicken. Danke. Ich hab gar nicht gesehen, dass wir hier auch rauf können. Ja, die neue Xbox, Xbox Scorpio, ja, ja, schön wäre es gewesen, bleiben wir beim Namen Xbox One X, ich finde der Name klingt so beschissen, das klingt einfach so vom Thema her, der verwendete Benutzername wird schon verwendet, bitte nehmen Sie einen neuen Benutzernamen, was? Ja, also manchmal lasse ich dieses Spiel, ne? Genau das wollte ich. Du für leidest jetzt dafür. Dosch 2016. Boah, es lädt aber echt klar, ne? Das ist wieder so typische Aufnahme von Dosch. Geht einfach nur alles schief, was geht schief gehen kann. Im Thema sprechen, ja. Also manchmal frage ich mich ja, wie ihr das einfach nur aushaltet mit mir hier. So, die letzte Fackel und der letzte Megastone. Abi. Hoja, bang. So. Und wir haben genug Supersteine für den Superbau. Und bauen. Ich dachte schon, Dumbys Atem wäre schlecht. Ist er auch. Sehr schön, wir haben eine Schlüssel und können dann jetzt hier rein. Ich glaube, das Level ist nicht allzu lange, wenn wir jetzt schon Lego City halt voll haben. Dann gehen wir mal rein und trainieren Karate. Von den Typen sieht keiner wie ein Barry aus. Muss man hier etwa ein Glöckchen läuten? Anscheinend ja. Ein Gong. Sogar besser als ein Glöckchen. Dann Gong. Wow, das war laut. Ich bin hier, um hör dir mal das an. Willkommen bei Lerne Kung Fu im Schlaf. Entspann dich. Du bist jetzt vollkommen entspannt.
Ende. Was? Ich kann Kung-Fu. Natürlich. Und Klempnern? Alter. Vielleicht sollte ich dich gegen ein paar meiner Schüler antreten lassen. Oh Gott! Gehe in dich, ruf dein wahres Potenzial ab und triumphiere so über deine Gegner. Was auch geht, du wirfst sie einfach auf die Matte. Mal sehen, was du drauf hast, Chase. Aber auf die Matte mit dir. Schlimm aus. Oh ja, das nicht schlecht. Legen wir mal nach. Kung Fu. Ja. Ich finde den Akzent von dem da so geil. Hast du ja einen kurzen Prozess gemacht. Aber diesmal wird es schwieriger. Oh ja, wird es schwieriger. Stell dir vor, du entlüftest eine Heizung. Und jetzt wende das auf deinen Geist an. Jawoll! Kontern! Autsch! Naja, die Risiken waren in mir von vornherein klar, ne? Ja, natürlich, ja! Nicht schlecht! Wir sind Kung-Fu-Profi! Hoffe, du bist gut im Armdrücken! Natürlich! Ja, sie sind so geil im Armdrücken! Lass die Bewegungen fließen, wie das Wasser durch die Kupferrohre deiner Entschlossenheit. Oh, Junge, komm. Ja? Ihr fällt mir schon besser. Du kennst aber keine Gnade. Autsch, das hab ja sogar ich gespürt. Komm schon. Wirf sie mal gegeneinander. Ja, easy. Oh, das hat weh getan. Oh, wei. Und weg von langsam hier. Hast du den Dreh raus. Errungenschaft freigeschaltet. Ganoven auf Ganoven. Und du komm. Bedenke, eine 10.000 Meilen lange Reise beginnt mit einem einzigen Anruf beim Reisebüro. Alter. Du wirst sehen, die braunen Gegner sind eine Spur härter. Oh ja, die braunen Gegner, die treffe ich auch immer auf. Na gut, lassen wir das mal. Wenn im Wald ein Baum auf dich fällt, schmerzt das dann? Und wie? Höllisch. Das tut echt höllisch weh. Easy hier. Dein Kampf. Nur noch eine Runde, Chase. Weg mit dir. So. Dich haben wir. Und dich. Au. Ja, jetzt komm schon her. Dich machen wir auch fertig. Ohne Probleme. Jawoll. Gut geschlagen. Nimm diesen Gürtel als Zeichen deiner Stärke. Das kann ich nicht annehmen, Barry. Wieso? Oh, hoppla. Alter. Oh Gott, ich mag das Level. Freigeschaltet Judoka. Lego City Held. Aber das wäre echt easy mit Lego City Held. Oh Gott, da waren ein paar Frame in Brüche. Was ist gerade los? Speichervorgang. Ladevorgang. Ladebildschirm. Hey Chase, hast du kurz Zeit? Lass mich raten, das hat was mit dem Gefallen für Ellie zu tun? Ja.
Ich habe mich freiwillig gemeldet, um den nagelneuen Polizei-LKW abzuholen, der heute Nachmittag an der Polizeistation vorgestellt werden soll. Und dabei haben Kriminelle dich in die Finger bekommen, richtig? Wow, wie hast du das denn erraten? Warte, an welche Zahl denke ich? Hier ist ein Tipp, es ist die 6. Der LKW, Frank. Oh ja, sie sind ein bisschen damit rumgefahren, aber jetzt haben wir angehalten. Und wo seid ihr? Während der Fahrt habe ich ein lautes Nebelhorn gehört. Muss wohl der Hafen gewesen sein. Hafen, okay. Und dann hatte ich das Gefühl, dass wir über Gleise gefahren sind. Bahngleise, okay. Dann haben wir angehalten und ich konnte aus dem Fenster Krabby Cove erkennen. Du! Alter. Ich bin gleich da. Wo? Oh Gott. Ja, okay. Fahren wir mal drüber. Also manchmal liebe ich ja nicht. Platz da, Polizeieinsatz. Okay, Krabby Cove. Hoffentlich ist es nicht so weit weg. Ja, wobei, je nach... Easy. Oh. Vielleicht bin ich auch schon dran vorbeigefahren. Ah, da unten ist er ja. Gelandet. Wie man heutzutage zu seinem Einsatzort kommt. Hey, bist du da drin, Frank? Ja! Bist du das, Chase? Bist du hier, um mich zu retten? Psst. Alter. Johnny, hol den Rest der Truppe und sag Mr. Chan, dass wir Besuch haben. Die sind noch in der Nähe. Wir sollten leise sein. Alter. Boah, es tut doch weh. Zum Glück haben wir ja... Chase, kämpfst du etwa da draußen? Nee. Einmal, zweimal. Hey. Geht es dir gut, Chase? Boah. Jawohl, noch mehr. Also, die kommen aber von allen Ecken an. Verhaftet. Verhaftet. Hab ich. Verhaftet. 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 Du hast recht. So, und jetzt zu dir hier, Jungspund. Alter, jawoll! Kung Fu, Alter! Los jetzt! Wenn du Gas gibst, schaffen wir es noch zur Enthüllung. Mir reicht es schon, das hier zu überleben. Und ich dachte, ich hätte keinen Ehrgeiz. Hoffentlich schaffen wir es. Ich will Ellie nicht enttäuschen. Einer der Typen erwähnte einen Chan. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte, Frank? Fünf Minuten? Er meinte wohl Chan Chuang. Der ist neu in Lego City, aber schon Inhaber des größten Chop-Shops der Stadt. Ich hoffe, er kann kochen. Ein Chop-Shop ist kein Imbiss, sondern eine illegale Werkstatt, Frank. Oh, dann kann ich die Reservierung wohl stornieren. Dieser Chan steht sicher in Verbindung zu Rex Fury. Okay, Nitro haben wir nicht. Ja super, ich mit meinen Autoskills soll jetzt auf jeden Fall beweisen, dass ich Auto fahren kann. Nehmen wir hier die Abkürzung. Juhu, das ist ja wie auf der Achterbahn. Bloß ohne das blöde Anschnallen. Ey, weg mit euch. Ich hoffe mal, die schauen nicht hinten nach, denn hier ist ein Haufen Zeug aus den Schränken gefallen. Okay, merke, das ist keine so geile Idee. Oder?
Würden uns die Bösen nicht verfolgen, wäre das eine Riesen-Gaudi. Eine Riesen-Gaudi. Ja. Weg hier. Ich habe auch mal bei meinem Camper den Temporegler aktiviert und dann hinten ein Nickerchen gemacht. Ach so, okay. Jawoll! Ich würde sagen, die Mucke ist geil. Nix da. Polizeieinsatz. Also sagen, das gefällt mir. Und das schafft man easy. Aber gut. Sie scheinen uns nicht mehr zu folgen. Nicht schlecht, Chase. Kannst du an der Ecke da vorne mal anhalten? Ja. Also haben wir schon unseren neuen Bösewicht getroffen? Kung Fu und Klempner. Macht es dir was aus, wenn ich jetzt fahre? Ellie soll sehen, dass man mir vertrauen kann. Na gut. Genieß den Augenblick des Ruhms, Frank. Hat ja super funktioniert bisher. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Marion. Ich muss die Brücke heute Nachmittag wieder eröffnen. Wo bleibt der LKW? Als ob mich Ruhm und Ehre interessieren würden. Natürlich. Mein Publikum. Der LKW, Frau Bürgermeisterin. Auf die Minute. Da bin ich mit unserem neuen LKW. Frank Honey, der Held der Stunde. Bahn frei. Honey! Sorry, Ma'am. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hey, Chief. Dann B. Honey! Waffeln? Wir waren noch. Was spielen wir? Na, was haben Sie denn erwartet mit Frank als Fahrer? Das ist alles Ihre Schuld, Marion. Wow. Chase, ich brauche gute Neuigkeiten. Hast du Rex Fury gefunden? Tja. Na, wie hättest du ihn finden sollen? Der Chief hat dich doch vom Fall abgezogen. Ach, tatsächlich? So kann man das nicht sagen. Stimmt's, Chase? Nein. Genau. Ich wollte ihn nämlich verdeckt einschleusen in Chang Chuangs Gang? Der hängt übrigens mit Rex zusammen. Ja. Das war schon kaputt, als ich ankam. Oh Gott, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.